Hallo DWZ-Fans, herzlich willkommen bei einem neuen Livestream auf der Facebook-Seite der DWZ. Hier ist ein bisschen laut, weil hier, oha, der qualmt ganz schön. Hier ist ein Generator, der das Wasser erhitzt. Und das hat mir bereits schon Cord Pieper erklärt, als Gemeindedirektor hier im Zeltlager in Afföde. Wir sind hinterm Zelt, hinterm großen Zelt, wo gerade Abendbrot wird. Es wird gegessen, Abendbrot. Wie viele Kids und Jugendliche und Menschen sind jetzt drin? Im Moment haben wir drei Dörfer drin, die hintereinander essen. Und wir haben hier im Moment 400 Kinder sitzen, die essen. Und die essen und danach geht es wieder zurück auf den Zeltplatz. Den gucken wir uns gleich auch an. Erstmal können wir zusammen, kommt doch einfach mal mit. Hier gehen wir mal jetzt Backstage. Jede Party beginnt bei mir mit dem Besuch vom Backstage-Bereich. Ist echt so. Hier, was passiert hier? Hier wird alles wieder sauber gemacht, ne? Ja, wir haben einen eingeteilten Küchendienst, der unsere beiden Spülmaschinen bedienen muss, weil wir die Teller natürlich wieder herrichten müssen und sauber machen müssen. Und da haben wir zwei Spülmaschinen, uns ausgeliehen von der die Unterstützung aus Schaumburg von der Jugendfeuerwehr dort. Das gucken wir uns mal an hier. Ja. Also hier gehen wir jetzt. Und fertig! Also was hier wird gerade eine heiße Ladung. Heiß und fettig. Hier ist heiß und fettig. Und der Kollege hat gerade schon gesagt, während er hier die Kaffeebecher rausholt, ja, ihr seid die Lustigsten hier. Sind nicht die Besten, aber die Lustigsten. Vorsicht, heiß. Ja, wir müssen kurz warten, bis wir hier durchkommen, denn... Wir wollten eigentlich ganz elegant mal schnell hier durch. Danke, Olaf. Weiter geht's. Und ihr dürft gerne schon mal ein Herzchen geben, wenn ihr möchtet. Habt ihr es gesehen gerade? So, hier, da wird gerade Abendbrot gegessen. Hier ist das Team, das dafür zuständig ist, dass hier gerade alles reibungslos läuft. Nicht wahr? Und jetzt sind wir im großen Zelt. So sieht's hier aus. Schaut mal. So, sieht gut aus. Und was gibt's denn zu essen? Also hier sind dann normal das Besteck und das Geschirr. Und dann kann man hier dran angehen. Sich angestellt. Okay, wir gucken mal ganz kurz, was es zu essen so gibt. Brot. Ach so, von hier nicht? Heute nicht, morgen wieder. Käse, Wurst. Schnitzel oder was ist das? Ja. Schnitzel ist auch. Würste. Oh, die ist ein bisschen dunkel geworden hier, die Wurst. Naja, muss man mögen. Und da hinten gibt es auch noch. Kort sagt gerade, da hinten gibt es auch noch Gemüse. Damit es hier nicht den Eindruck macht, es gäbe hier nur Fleisch. Einmal zum Beweis bitte, es gibt auch Gemüse. Ja. Und einen Riesenpott voll Mayo. Oder was ist das? Nee. Nee, das ist der Nachtisch. Gut. Kein Glück, Joghurt nur, keine Mayo. Hallo! So, wir gehen jetzt aus dem Zelt. Die Wand ist umgefallen. Achso, ich dachte schon, immer wenn was umfällt. Danke. Dankeschön. Nee, war kein spontaner Applaus für den DWZ-Reporter, sondern. Nein, das ist immer dann, wenn jemand eine Bank oder einen Tisch umfällt, gibt es Applaus dafür, weil es so peinlich ist. Fällt öfters mal eine Bank oder ein Tisch um? Ja. Sehr schön. So, dann gucken wir jetzt mal. Es geht weiter auf den großen Zeltplatz. Also raus aus dem Abendbrotgetümmel. Hinter uns das große Zelt, in dem nicht nur gegessen wird, sondern auch die Veranstaltungen abends sind. Auch die Veranstaltungen sind oder auch die Turnhalle nutzen wir. Die ersten Tage bei dem etwas weniger Regen konnten wir dann halt nicht nach Unsinn fahren. Ins Waldbad war eigentlich geplant. Und jetzt machen wir die Spiele in der Turnhalle. Der Regen hat ja dem Zeltlager ganz schön zugesetzt die letzten Tage. Jetzt ist zum Glück alles wieder trocken. Hier wird erstmal abgeklatscht. Krieg ich auch ein High Five, oder? Jawohl. Sehr gut. Und jetzt gehen wir auf den... Ein bisschen, ja. Bei der DWZ Live bist du dabei. Oh, wir müssen mal hier rumschwenken. Hier ist nämlich der Zeltplatz. Hier geht's zumindest los. Ja. Dort kampiert unser Chaos-Team. Aufgebaut hier noch Affe des Stone Age. Das Chaos-Team, okay? Ja, und davor Affe des Stone Age. So, damit man es mal sieht. Applaus, da kann man ruhig mal klatschen. Das ist unsere Einsatzleitung. Ja. Von hier aus werden Fahrten delegiert. Komm mal mit. Und ist immer Funk besetzt. Okay, technische Einsatzleitung sehe ich hier. Ja, das ist ein Besprechungsraum, von dem wir uns vom THW ausgeliehen haben. Und hier ist eine kleine Promenade. Kurt, guck mal hier mit den ganzen Paletten. Können wir da mal lang? Können wir gehen, sieht sehr nett aus. Wir geben alles ab. Ihr könnt aber auch
Genau, wir sehen uns später nochmal. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch gerne mitkommen. Einmal mit uns, und zwar live auf unserer Facebook-Seite der DWZ. Das ist der Gerhard Rathenplatz. Wir wollten das eigentlich so ein bisschen weiter ausbauen, aber gut, das Wasser hat das nicht so funktioniert. Hier ist unser Softeis-Schokolade-Vanille-Eis-Krippes-Stand. Hier kurz reingehen, gucken. Hier gibt es also, wenn man noch nach dem Abendbrot noch ein bisschen Bock hat auf was zu essen, dann gibt es hier noch mehr, ne? Ja. Ja. Krebs und Flascheis. Guck mal, was steht hier denn? Softeis. Hier kann nicht mit Zeltlagerchips bezahlt werden, nur Bargeld. Was sind denn Zeltlagerchips? Wir subventionieren den Kindern das, was sie einkaufen wollen. Okay. Wie zum Beispiel, wenn wir an der linken Seite gehen. Ja, ich komme mit. Aber ich muss ein bisschen auf meine schönen blauen Schuhe aufpassen, dass die hier nicht im Matsch versinken. Weil Kurt hat vorher gesagt, du brauchst keine Gummistiefel, es ist alles trocken. Na dann, wollen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht doch in der einen oder anderen Pfütze jetzt hier reinsickern. Hier ist unser Verkaufsshop. Hier können die Kinder halt diese Chips eintauschen. Ja. Und dann, wie sieht so ein Chip aus? Kannst du mal sehen? Wird jetzt gerade was eingetauscht? Ja, warte, ich habe eine noch in der Tasche. Aber hier, der vom THW, zumindest laut T-Shirt, der junge Mann möchte gerne hier Chips eintauschen. So sehen die aus. Guck mal. Dankeschön. Das sind hier so Zeltlager, Kreisjugend, Feuerwehr, Hameln-Pyrmont steht drauf. Und das Logo und hinten ist gar nichts drauf. Was ist so ein Chip wert? 70 Cent. 70 Cent. Ach, es gibt auch noch einen blauen. Blauer Chip und ein gelber Chip. Da zurück. Die 70 Cent ist ja was wert, ist ja Geld. Und den kann ich dann in der Bratwurstbude oder an der Pommesbude einsetzen und habe dann nicht den vollen Preis bezahlt, sondern im Grunde diese 30 Cent sind sehr gut. Also an Inflation ist hier nicht zu denken. Oder hier nehmen den kurzen Weg. Wir nehmen, also hier sind jetzt die ersten Zelte. Wir nehmen den kurzen Weg und 1, Basberg. Das ist jetzt also kein Matsch oder was, Kurt? Das ist lächerlich, das ist schon fast trocken. Ach so, es war schlimmer, ja? Ja. Es war viel schlimmer, weil es gestern ja auch durchgehend geregnet hat. So, erstmal die Campingstühle beiseite, damit wir wieder auf die sicheren, hier auf den sicheren Weg kommen. Diese Paletten haben wir vorletzte Nacht verlegt. Die waren vorher nicht da, ja? Die sind alle nicht da. Hier wurde sonst einfach so rumgebutschert. Hier wurde so runtergebutschert. Da sah das so aus wie zwischen den Zelten halt. Ja, okay. Oh, hier ein Saloon. Ja, wir hatten hier ein Motto. Ich weiß nicht, ob du das schon überberichtet hast. Wer hatte ein Motto? Wir als jede Jugendfeuerwehr hat am Anfang oder vor dem Zeltlager ziemlich lange Zeit gehabt, ein Motto vorzubereiten. Mhm. Unser Motto war dieses Jahr Filme, mit die sich darstellen konnten halt. So wie hier ist halt Saloon Gießen, die hatten halt Western. Oh, wir müssen mal, glaube ich, Platz machen. Hier möchte jemand durch. Bitte schön. Im Hintergrund läuft Bushido durch die Boxen. Wir sind gerade hier im Gangster-Zeltlager der Jugendfeuerwehr. Was los? Nee, hier sind alle ganz nett und friedlich, oder? Ja. Ja. So. Dann gucken wir mal weiter. Im Moment sind viele ja beim Abendessen. Deswegen sind einige Zelte leer. In den anderen Zelten, wie zum Beispiel, ich schwenke wieder rum. Einmal hallo an die DWZ. Hallo. Sehr schön. Bei den ein oder anderen Zelten sind dann doch welche da. Und genießen so ein bisschen die Abendsonne. THW zeltet auch mit. Das THW, hallo. Hallo. Gut. Insgesamt sind wie viele Menschen hier? 700? 750. Mit den Helfern kommt man auf was? Auf 750 dann? Okay. Gestern habe ich schon gehört, 1300 Brötchen jeden Tag werden hier verschlungen. Und 600 Packungen Marmelade, unglaublich. Oh ja. Psst, guck mal da. Da sind die am Schlafen. Psst. Ja, lassen wir die mal schlafen. Ich habe gerade überlegt, ob ich die pranke und einfach den dicken Kübel Wasser ins Gesicht kippe, während sie pennen, aber so einen Quatsch machen wir hier nicht auf der DWZ. Ich habe halt eingesehen, woran extra für uns vor 2 Jahren. Ja. Also die Planung fängt im Grunde in 3 Monaten wieder an, für in 3 Jahren ein Zeltlager zu machen. Alle 3 Jahre nur? Alle 3 Jahre gibt es ein riesen Zeltlager. Wir haben 8 Kommunen im Landkreis Hameln-Pyrmont. Und alle 3 Jahre ist eine andere Kommune halt dran. Und in 3 Jahren wäre oder ist Bad Münder dran zum Beispiel. Und vor 3 Jahren waren wir in der Gemeinde Setzhemmendorf in Oldendorf. Okay.
Und in Afferde habe ich schon gehört, auch der Ortsbürgermeister ist ja sehr, sehr stolz und freut sich über dieses wunderschöne Zelllager, auch wenn es ein bisschen geregnet hat die letzten Tage. Sieht es doch jetzt danach aus, dass es zum Ende hin noch ein richtiger Erfolg wird. Ich sage ja mal lieber schlecht anfangen und gut aufhören als andersrum. Ja, das stimmt natürlich. Was ist hier denn so ein Wegweiser? Achso, das sind dann so, wie man es aus dem Urlaub kennt, so ein bisschen. Wir sind entfernt von verschiedenen Städten, San Francisco zum Beispiel. 5.428 Meilen, Tokio, unglaublich weit weg. Wir sind hier im kleinen Afferde. Und Kurt ist hier Gemeindedirektor und zeigt mir gerade so ein bisschen das Zeltlager. Wie spät ist es eigentlich, Kurt? Weil gleich bin ich ja noch eingeladen in der Live-Show vom Zeltlager. Die machen uns ja so von der DWZ ein bisschen nach, ne? Mit 10 nach 10. Machen die hier abends um 19 Uhr eine Live-Sendung? Richtig. Und wie spät ist es? 18:43 Uhr. Habe ich noch ein bisschen Zeit, weil ich bin heute Gast in der Sendung und muss gleich rüber in das Studio. Da nehme ich euch noch mit hin. Und nach diesem Livestream könnt ihr direkt umschalten. Den Link habe ich euch in die Infobox gepackt. Dann könnt ihr umschalten und den Livestream vom der Kreisjugendfeuerwehr hier sehen. Deren Sendung heißt Afferde Tag und Nacht. So. Das sind dann die Dörfer, die schon zum Essen sind. Hier liegt einfach so ein Fahrrad. Okay, bitte? Das sind halt die Dörfer oder die Kinder, die schon noch weg sind. Ja, es ist gerade sehr ruhig hier. Ne? Normalerweise ist es doch lauter, oder? Da kommen die ersten Kinder und Erwachsenen schon wieder zurück, weil Dorf 3 war heute am Essen dran. Da gibt es eine Reihenfolge, die natürlich logisch das passen muss mit den Spielen, die wir haben. Ja. Oder auch, wir haben ja auch Wachen, die müssen ja auch funktionieren. Okay. Hallo. 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 Live. Wir haben einen Live-Auftrag. Voll live. Oh, ich muss ganz schön aufpassen, dass ich hier nicht hinfalle. Denn hier ist jetzt so ein Teppich auf den Paletten. Und dazwischen sind immer so kleine Lücken. Quatsch hier so ein bisschen lang wie so eine Ente. Juhu. Hallo. Geht's euch gut? Ja, ihr? Ja. Du bist ja der Mann von der DWZ. Genau. Hallo DWZ. Hallo DWZ. So sehen. So sehen glückliche Zuschauer aus, wollte ich sagen. Seid ihr überhaupt glücklich? Ja klar, wir haben auch das Beste draus gemacht. Und es sieht ja heute ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, leider. Ja, leider? Es sollte lieber wieder regnen. Es sollte lieber wieder regnen, sagt der Mann. Und der Stromaggregat muss auch mal wieder laufen. Oh, Kritik. Kritik am System hier. Ist der Stromgenerator ausgefallen? Nein. Ach so, ja dann. Nur der die Pumpen angetrieben hat. Wenn du da reinguckst, das ist so ein Pumpenschacht, was wir nachts gebaut haben mit dem Bagger, damit wir das Wasser hier losgeworden sind. Das hat sich alles gerippt. Es wurde immer mehr. Und so haben wir insgesamt 6 Pumpen, glaube ich, eingesetzt. Da unten nochmal logischerweise die tiefste Stelle, der schlimmste Punkt. Mhm. Und haben das Wasser abgepumpt, damit die Zelte nicht absaugen. Krass. Also richtige Notfallrettung in letzter Minute. Das, was wir am besten können. So ist es nämlich. Organisieren. Ich dachte retten, aber auch organisieren. Eine Rettung organisieren ist nicht schlecht. Wo geht's jetzt hier lang? Nochmal das gleiche Spiel. Das Dorf 3 mit Orberg. Das ist das Orbergdorf. Die Jungfeuerwehren aus den Gemeinden. Ach komm, wir waren gerade im Klütdorf. Das ist ja so ein bisschen auch meine Heimat. Ich fand es da auch besonders schön, muss ich sagen, im Klütdorf. Bad Klüt, Orberg und Schweineberg. Also es ist schon bezogen auf den Ort, wo wir sind. Ja. Und in dem ersten Dorf sind die beiden Kommunen, na, jetzt würde ich nichts Falsches sagen, Salzhemmendorf und Erzen. Mhm. Dann haben wir hier Hameln und Bad Pyrmont. Im dritten Dorf sind Koppenbrügge und Emmertal. Und Emmertal. Sehr gut. Und auf der linken Seite... Grüße dann meine Familie! Ich bin Berg. Hi und hallo Gott. So. Haben wir noch Hessisch-Ollendorf und Annekhausen. Hallo Lena. Kennt man sich hier mal so? Ist es alle. So? Jede. Okay. Eine große Familie. Ist das so? Ja. Und, aber die kamen zufällig aus meinem Ort, wo ich auch wohne. Bis Freitag bzw. Samstag ist das Lager vorbei. Bis Samstag wird hier noch was passieren. Also was habt ihr noch geplant? Heute, morgen Abend ist ja vor allen Dingen der große Abschlussabend noch. Der Abschlussabend ist Freitagabend. Da geht es richtig mit Disco los. Und Abendveranstaltung vorher, die ganzen Siegerehrungen. Einige haben schon stattgefunden, diese Mottos schon, deswegen sind die abgebaut, weil sonst Herr Regen alles zerstört hätte. Mhm. Und wir haben ein riesen Disco und mittags ist dann Schluss und dann fangen wir Samstag an abzubauen. Und ja, wir müssen das halt wieder so hinkriegen, wie es vorher aussieht. Es darf nichts mehr da sein, es muss alles wieder runter. Ah, sieht doch aber ganz sauber und ordentlich aus bis jetzt. Ja, mir ist nichts aufgefallen. Nicht das große Loch, was ihr da gebuddelt habt. Ja gut, das ist relativ schnell mit dem Radlader wieder schon zugeschoben. Ja, dort haben wir noch das Rote Kreuz, das ist natürlich auch da, unterstützt uns. Weil wenn so viele Menschen aufeinander leben, Sport, Spiel, Spaß machen. Hallo! Ich
kann nicht richtig drauf zeigen, weil alles so schief ist. Ihr seht übrigens alles nicht spiegelverkehrt, ich dafür aber. Hallo! Und unsere Feuerwehr hier vor Ort, die Brandsicherheitswachdienst, die die ganzen Tag und die ganze Nacht aufpassen, wenn was sein sollte. Also wie eine richtige Stadt im Grunde. Wie ist es denn, wenn jetzt hier jetzt Party ist? Also wird dann auch richtig Bier getrunken? Oder ist das hier nicht so mit Bier trinken? Dafür haben wir Bändchen. Ja, okay, hast du Zeit mal. Und die haben verschiedene Farben. Wartest du mal eben, kannst du mir über dein Bändchen zeigen? Zeig mal bitte. Und was heißt ein rotes Band? Wie alt bist du? 14. Mit 14 darf man dann noch kein Bier trinken. Richtig. Aha, rotes Band, kein Bier. Okay, grünes Band, Bier. Erwachsen. Ah, okay. Und das heißt also, es darf dann schon mal auch dann ein Bierchen getrunken werden und dann wird ein bisschen Disco im großen Zelt gefeiert. Wir haben ja auch oder die Helfer. Ja, im großen Zelt. Ja. Alles im großen Zelt. Wir haben ja auch die Helfer hier, die aus allen Affa der Ortsfeuerwehren kommen oder Vereinen. Wir haben Ortsräte da, die uns helfen bei der Bedienung. Mhm. Und denen kann man ja das Biertrinken nicht verbieten, beziehungsweise es ist dann halt auch erlaubt. Und das, was wir daran verdienen, subventioniert und sponsert natürlich auch ein bisschen unsere Kassen, damit wir den Kindern günstige Angebote geben können, hier eine Woche Spaß, Spiel und Sport zu haben. Hallo! Hi, wir werden verfolgt. Ja. Warum bleiben wir stehen? Bleiben die auch stehen? Wo wollt ihr eigentlich hin? Duschen. Ach so, ja dann. Komm. Auf geht's. Ich will nicht duschen, ich will jetzt gleich ins Fernsehen und zwar in 5 Minuten nur noch. 12. Wir gucken noch mal schnell in die Kommentare, bevor ich nämlich gleich in die Show Affere Tag und Nacht live gehe. Das ist das 10 nach 10 der Feuerwehr. So kann man es ja sagen. Und mal gucken, was hier noch so für Kommentare sind. Kort schreibt Jens Kort, der Boss von alles. Kort, ich höre gerade, das stimmt hier schon mal so nicht. Wieso das denn nicht, Kort? Was ist der junge Mann, ist eine Banane. Muss man Menschen in dem Alter, die eine Banane essen, muss man denen glauben? Every time it's banana time. Das glaube ich nicht. Bananen sind aber gesund. Kort, bleib kurz hier, wir müssen mal ein bisschen weiter gucken. Du bist hier der beste Gemeindedirektor, steht hier von Daniel. Guck mal. Der beste Gemeindedirektor. Ich weiß nicht, was Daniel von mir will. Ich auch nicht, aber vielleicht möchte er sich einschleimen. War gestern zum Besuchertag. Es ist so matschig da, schreibt Christina. Wo denn? Es ist voll trocken hier. Es staubt schon. Christina! Das kann doch nicht sein. Also ich finde, heute ist es nicht mehr matschig. Schön laut ist es hier. Auch das habe ich jetzt nicht unbedingt so gehört, aber die waren ja auch alle am Essen. Wünsche euch noch viel Spaß, schreibt Sarah. Pieper, du alte Säge. Also die Leute lieben dich einfach, Kort, muss man echt so sagen. Du hast hier auch einen großen Management-Anteil, oder? Du organisierst und planst hier mit, das gibt's gar nicht. Wir sind ja ein ganzes Team, ne? Ist ja wie in einer Stadt. Ja, aber du bist ja der Direktor, jetzt mach mal nicht, also jetzt stell dich mal nicht in den Schatten. Ja, wir haben aber 4 Direktoren, ne? Jedes Dorf hat einen Direktor, ein politisches Gremium. Ich sehe. Wir haben einen Ortsbürgermeister in jedem Dorf mit 2 Vertretern, das Jugendparlament mit Kindern aus den Jugendlichen, von den Jugendlichen, die Jugendfeuerwehren, die dann das Parlament bilden. Weil die sollen uns ja sagen, was sie haben wollen. Nicht, dass die Erwachsenen bestimmen, was für Spiele gemacht werden oder was für Veranstaltungen stattfinden sollen, sondern wir müssen auf die Kinder hören, damit sie uns sagen, was wir versuchen zu organisieren. Jan-Philipp, du solltest beim nächsten Kreiszeltlager mitfahren, dann lernst du das Leben mal kennen, schreibt Mirko. Das ist ein guter Vorschlag. Ich liebe Zelten, deswegen muss ich mir das mal überlegen. Ich bin nicht so der Zeltfan, aber ihr habt ja auch nicht so richtige normale Zelte, ihr habt ja schon so richtig große Zelte. Luxus teilweise. Luxus. Mit Fußboden, Teppich. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber okay. Musik, eigenes, alles dabei. Daniel grüßt noch die Jugendfeuerwehr Bisperode. Grüße auch an JF Oldendorf und das THW ist vor Ort. Grüße mir mal Sascha Korbach, schreibt hier noch jemand. Na, dann sind alle Grüße raus. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt zu Affere Tag und Nacht live kommen. Die 10 nach 10 Kopie, also quasi meine Sendung, wird hier gleich live gesendet aus dem Zeltlager. Die haben sich das Konzept einfach geschnappt. Die sind so frech, die Feuerwehr, aber ich will es mal durchgehen lassen. Und dann gucke ich mir das mal an und bin auch gleich live zu Gast. Dort vorne haben wir die Wachen zum Beispiel. Kurt, jetzt quatsch doch nicht dazwischen, ich muss doch kurz was erklären. Und wenn ihr Lust habt, das zu gucken, dann guckt gleich einfach rein. Und zwar auf der Facebook-Seite von der Jugendkreisfeuerwehr. Von der Kreisjugendfeuerwehr, so ist richtig. Den Link habe ich euch natürlich hier in die Infobox gepackt. So Gott, was wolltest du sagen? Was ist da hinten? 9 Minuten haben wir noch. Die Wachen sind besetzt. Also es gibt die ganze Naht dort hinten und hier gibt es Wachen und eine Fußstreife, die kontrolliert. Rund um die Uhr? Rund um die Uhr. Oha. Also im Schichtdienst wird hier aufgepasst, dass nur der reinkommt, der auch rein darf. Richtig. Okay. Und ist denn hier viel Betrieb nachts? Also müssen die Wachen nachts denn wirklich viel aufpassen oder schlafen? Bisher ist nichts... Alle schlafen. Passiert. Wir gehen jetzt schnell weiter ins Studio, ins provisorische Live-Web.
Webshow-Studio. Das ist dieses Gerät, was uns Licht und auch den Strom gemacht hat. Das Aggregat, ja. Was jetzt wieder runter ist, weil wir die Pumpen nicht mehr haben. Okay. Vorbei, um in das Affarde Tag- und Nachtstudio zu kommen, müssen wir vorbei an den Toiletten und Duschen. Davor ist es matschig, ein bisschen nass, weil eben dort ja die sanitären Anlagen eben sind. Und es stinkt auch ein bisschen, muss man ja sagen, ne? Stinkt ein bisschen, ne? Aber da möchte Kurt keinen Kommentar zu abgeben. So, und ihr seid live dabei. auf dem Weg zum... So schlimm ist es gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Ich übertreibe natürlich. Natürlich übertreibe ich. Ja. Ach, herrlich. Ein frischer Duft. Wir haben hier eine Reinigungsfirma sauber gemacht. Also, das ist nicht anders wie auf dem Campingplatz auch. Nee. Das ist gut. Schnell. Jetzt ist Schluss mit lustig. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Und jetzt gehen wir wohin? In die Schule, ne? In die Grundschule ist das? Ja. Gut. Und dann geht's gleich rein in die Sendung. Ich bin sehr gespannt. Die moderiert ja der Kevin Meyer. Ja. Und der Daniel 100 Mark. Richtig. Und was machst du dann immer abends um 19 Uhr? Guckst du auch zu oder? Ja, wir haben ja. Hast du dann Aufgaben? Organisatorische Sachen, was den nächsten Tag anliegt. Wir haben dann eine Besprechung, dass wir nach dem Abendbrot oder wir gehen dann auch zum Abendbrot, wenn alle gegessen haben. Schade, dann kannst du gleich gar nicht sehen, wie ich live zu Gast bin. Guck ich mir später an. Wunderbar. So. Guck mal hier, auch alles ausgeschildert. Affele Tag und Nacht. So nennt sich deren Sendung. Falls man das Schild gerade verpasst hat, hier ist dann noch eins gleich. Und rein hier. Jetzt sind wir in der Schule. Hier, das Schild hast du vergessen. Sehr gut. So, und dann. Ja. So, bis gleich dann. Ich glaube auch mein... Gott, warte mal, ich muss mal kurz... Mein Datenvolumen ist auch... Wir haben komplett das Datenvolumen aufgebraucht. Soll ich dir ein bisschen leihen? Naja, wir sind ja auch durch jetzt. Jetzt geht's hier noch rein in das Studio und dann sage ich mal Tschüss und bis gleich. Guckt einfach rein und schaltet rein. Hier ist die Redaktion. Hallo. 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 Sehr verhalten. Sehr verhalten sind die. Und hier ist... Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch sehen kann. Mein Datenvolumen ist schon, glaube ich, aufgebraucht, aber es läuft anscheinend noch. Das ist... Kevin Meyer und Daniel Hundermann. Hallo. Grüß dich, hallo. Grüß die euch. Beiden machen gleich, also das ist Jan-Philipp Hullmann und das ist Kai. Hi. Und die machen gleich hier, in wenigen Minuten geht's los. Wie spät ist es überhaupt jetzt? Es ist 3 Minuten vor. 3 Minuten vor, 19 Uhr, Punkt 19 Uhr starten die hier ihre 10 nach 10 Kopie mit dem RTL 2 Vorabends-Hope-Namen. Ich weiß nicht, was mich erwartet heute. Ich bin Gast und deswegen wissen die vielleicht auch gar nicht, was sie erwartet. Schaltet ein, klickt einfach auf den Link in der Infobox, dann kommt ihr direkt auf die Seite von der Kreisjugendfeuerwehr und da startet gleich der Livestream. So ist es doch. Genau, so ist es. Bis gleich. Bis gleich und vielen Dank übrigens auch an euch fürs Zuschauen auf dem DWZ-Stream. Beste Zeitung. Bis später oder bis gleich.